herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Heute Firefox. Nein, heute zeige ich euch, wie ihr eure Firefox-Lesezeichen exportieren könnt. Das heißt, ihr könnt sie sichern. Was ist ein Lesezeichen? Ein Lesezeichen ist eben wie in einem Buch eine Stelle, die man sich merken kann, oder eine Webseite, eher gesagt. Bei den meisten sieht das genauso aus wie bei mir oder hier oben das Menü. Ich habe das ausgeblendet standmäßig, deswegen drücke ich jetzt Alt. Ihr könnt es natürlich auch auf dieses generelle Menü hier rechts machen. Ich habe hier Lesezeichen und wie ihr seht, habe ich hier einen Haufen eigener Ordner von Lesezeichen, zum Beispiel Firefox und so, beziehungsweise Crunchyroll und so. Ich gehe jetzt hier auf Lesezeichen verwalten. Das könnt ihr auch mit Steuerung, Umschalt und O, wenn ich mich nicht verlesen habe, öffnen. So, dann kommt ihr hier hin. Und hier habe ich jetzt erstmal meine ganzen Lesezeichen, die ich hier öffnen könnte, wenn ich es wollte. Und hier oben steht Import und Sichern. Da klicke ich jetzt drauf. Und dann kann ich hier entweder welche importieren, Lesezeichen von HTML, das ist die Dateiendung, oder Typdatei. Importieren bedeutet, ich will welche woanders einfügen. Oder Lesezeichen nach HTML exportieren. Das ist das, was wir machen möchten. Löscht bitte vorher alles an Lesezeichen, was ihr nicht braucht. Zum Beispiel die Firefox standardmäßig mitliefert. Und wir können hier zum Beispiel sagen, Lesezeichen nach HTML exportieren. Wichtig, HTML exportieren. Da klicken wir jetzt drauf. Und ich habe das bei mir im Videoordner gespeichert. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich lasse es einfach den Standardnamen von Firefox, also den ihr ihm hier gegeben habt. Ihr könnt natürlich noch ein Datum einfügen, damit ihr wisst, von welcher Stand das ist. Ich lasse es jetzt erstmal so. Dann speichert er das. So, dann gehe ich jetzt mal kurz zurück auf meinen Desktop. Dann habe ich mir hier meinen Videoordner hin. Und wie ihr seht, haben wir hier Bookmarkers. Also auf Englisch, ne? Steht das hier, da. So könnt ihr die exportieren. Ich skippe jetzt mal wieder back in meinen guten alten Fire to the Fox. So, wenn ihr das hier wieder öffnet und anstatt hier auf nach HTML exportieren, macht ihr hier Lesezeichen von HTML importieren. Na, da klickt da drauf. Dann sucht ihr euch die Datei raus, öffnet die ganz normal, so wie ich das vorhin gemacht habe. Und dann sollten eure Sachen wieder da sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Sage bis zu einem anderen Video oder Tutorial. Und ciao, ciao, Leute.